Ich habe mehr Anzüge gewechselt als einige Leute ihre Unterwäsche. Warum? Weil ich jahrelang für einen der renommiertesten und bekanntesten Anzugshersteller Deutschlands vor der Kamera stand. In dem heutigen Video gibt es von mir 5 Tipps, die du auf jeden Fall beim Kauf deines Anzugs beachten solltest. Gerade für Männer, die nicht tagtäglich einen Anzug tragen, für die ist es natürlich besonders wichtig, die nachfolgenden Punkte zu beachten, denn manchmal weiß man bei Anzügen gar nicht, wo man anfangen soll. Und auch für Shopping-Profis, die täglich einen Anzug tragen, für die ist es auch manchmal wichtig, einfach diese Punkte nochmal zu verinnerlichen, um beim Anzugkauf wirklich ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Tipp Nummer 1, Größe. Der Anzug muss perfekt sitzen. Denn wenn der Anzug nicht perfekt sitzt, dann, ja, hast du eigentlich schon direkt verloren, denn Anzüge verzeihen tatsächlich nichts. Und wichtig zu wissen, bei Anzügen gibt es andere Größen als bei der ganz normalen Alltagskleidung. Seine Größen zu wissen, ist wirklich super wichtig. Und ich sage auch bewusst Größen, Plural, weil du nämlich unterschiedliche Größen haben kannst. Heißt, dein Jackett bzw. dein Sakko kann eine andere Größe haben als deine Hose. Machen wir ein kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel der Pumpertyp bist, ja, und relativ einen breiten Oberkörper hast, aber unten relativ schmal bist, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass dein Sakko, also dein Jackett, eine andere Größe hat als deine Hose, weil du halt unten relativ schmal bist und oben relativ breit. Wenn man seine Größen kennt, dann ist man auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Das heißt aber nicht, dass man nichts ändern muss. Ja, bei 98% der Anzugkäufe muss auch noch eine Änderung vorgenommen werden. Und die meisten Änderungen sind zum Beispiel, dass man das Jackett einfach ein bisschen mehr tailliert oder dass auch die Hosenlänge angepasst werden muss. Und das ist ganz normal. Die Definition der perfekten Größe bei einem Anzug ist die Größe, bei der am wenigsten Änderungen vorgenommen werden müssen. Nachdem man die perfekte Größe gefunden hat, widmet man sich dem Schnitt, also dem Fit. Und hier wird genau darauf geachtet, welche Merkmale der Körperbau hat. Je nach Körperbau kommen verschiedene Modelle in Frage, denn mit dem Schnitt möchte man halt bestimmte Merkmale des Körpers entweder betonen oder halt kaschieren. Beispiel, wenn man zum Beispiel einen schmalen Oberkörper hat, dann würde man eher einen Einreiher wählen mit einem schmalen Revers. Oder anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel eher kleiner bist und vielleicht nicht ganz so sportlich, dann würdest du auf jeden Fall keinen Zweireiher wählen, denn der würde dich noch unnötig breiter machen und staucht dich einfach noch mehr zusammen. Kommen wir zum Anlass. Der Anlass ist natürlich extrem wichtig, denn es ist natürlich ein großer Unterschied, ob du bei der Berlinale eingeladen bist oder ob du zur Kommunion deines Neffen gehst. Heißt, wir müssen auf den Dresscode achten und ich gehe jetzt die 4 häufigsten Anlässe bzw. Veranstaltungen durch, für die man einen Anzug benötigt. Als allererstes mal die Hochzeit. Bei einer Hochzeit ist es so, wenn nichts vom Brautpaar vorgegeben worden ist, dann orientiert man sich an der Uhrzeit und an der Location. Bei der Location ist es ganz einfach, heißt gechillte Location, gechillter Anzug. Feine Location, feiner Anzug. Wenn man sich an die Uhrzeit richtet, dann kann man so sagen, wenn man tagsüber, nachmittags, kann man eher einen entspannteren Anzug tragen und abends einfach einen etwas feineren Anzug. Also das ist relativ simpel. Kommen wir zur Arbeit. Bei der Arbeit ist es so, ich gehe jetzt einfach mal von den konservativen Berufen aus, dass man nicht großartig auffallen möchte, sondern man schwimmt mit dem Strom, ja, man schwimmt mit den anderen Fischen mit und da greift man einfach auf gedecktere Farben zurück und auf keine auffälligen Schnitte. Freizeit bedeutet, nichts muss, alles kann. Da kann man sich auch einfach mal ausprobieren, um sich dem Anzugthema einfach mal ein bisschen anzutasten. Punkt Abendveranstaltung, egal ob geschäftlich oder privat, da gibt es eine Regel, die heißt No Brown After 6. Diese Regel muss halt nicht zu 100% eingehalten werden, da achtet man jetzt auch nicht auch so mega drauf, aber das bedeutet, dass man nach 6 Uhr kein Braun mehr trägt. Wenn du dich an diese Regel hältst, bist du, was Abendveranstaltungen angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und kleiner Tipp, versuch bei Abendveranstaltungen bestenfalls keinen hellblauen Anzug oder keine hellbraunen Schuhe anzuziehen. Wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Und ich schwöre dir, wenn du das E-Book durch hast, dann bist du mit den Basics auf jeden Fall vertraut. Die Lebensdauer und der Tragekomfort eines Anzuges steht und fällt mit der Qualität. Und aus dem Grund solltet ihr hier auf 3 ganz wichtige Punkte achten. Erster Punkt, die Qualität des Oberstoffes. Hier ist es enorm wichtig, dass es gute Stoffe sind, wie zum Beispiel Mischgewebe aus Wolle, Seide, Leine oder Baumwolle. Am Ende des Tages ist es egal, welche Stoffe ihr da wählt. Hauptsache, es sind natürliche und qualitativ
hochwertige Stoffe. Zweiter Punkt, die Qualität des Innenstoffes. Auch hier ist es enorm wichtig, dass man auf qualitativ hochwertige Innenstoffe zurückgreift, bestenfalls auch natürliche Stoffe, wie zum Beispiel Seide, Baumwolle oder Viskose. Ansonsten fängt man halt schnell an zu schwitzen und wenn man schnell anfängt zu schwitzen unter einem Anzug, dann könnte das unter Umständen auch ein wenig riechen. Und das möchte man natürlich nicht. Drittens, das Innenleben des Anzuges. Bestenfalls sind die Anzüge nicht geklebt, sondern vernünftig vernäht. Weil so behält der Anzug seine Form viel, viel länger und am Ende des Tages hat man dann auch natürlich eine bessere Lebensdauer. Tipp Nummer 5, Beratung. Beratung ist enorm wichtig. Und ich weiß, wir Männer möchten uns da nicht immer unbedingt beraten lassen, aber gerade bei Anzügen ist es enorm wichtig, dass wir uns von einem professionellen Fachmann beraten lassen. Denn die Punkte, die ich gerade genannt habe, sind halt nur ein paar wenige Punkte, auf die man achten muss, denn es gibt noch viel, viel weitere Punkte, die dir ein Fachmann bestenfalls erklären kann. Und hier unterscheiden wir zwischen Beratung für Anfänger und Beratung für Profis. Gerade für Anfänger, die nicht jeden Tag einen Anzug tragen, ist Beratung ein Muss. Denn ansonsten, wenn halt kein Fachmann zur Seite steht, dann ist es fast unmöglich für einen Anfänger, den perfekten Anzug zu finden. Aber auch Profis, und damit meine ich die Leute, die tagtäglich Anzüge tragen, auch die sollten sich von einem Fachmann beraten lassen. Warum? Weil sonst ist es meistens so, dass die Leute, die tagtäglich einen Anzug tragen, zum Beispiel Banker oder Anwälte, die haben dann ihre Standardanzüge, ja, und genau diese Standardanzüge sind dann in ihrem Kleiderschrank drin und die tragen nur diese Anzüge. Aber ein Fachmann, der weiß ja ganz genau, okay, welche Trends sind gerade in, was kann man vielleicht hier ein bisschen ändern, um vielleicht noch besseres Ergebnis zu erzielen. Deshalb ist es auch für Profis ganz wichtig, sich vom Fachmann beraten zu lassen. Das waren jetzt erstmal die 5 wichtigsten Basics, die ihr beim Anzugkauf beachten solltet. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findet ihr hier oben und meinen neuesten Upload findet ihr hier oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Upsuiten.